Eine lange Zeit lang konnte diese Schönheit keine Nachkommen bringen. Die Besitzer, ein junges Paar namens Sarah und Michael, hatten bereits die Hoffnung aufgegeben, kleine Augen zu sehen und das Stampfen winziger Hufe auf ihrer Farm zu hören. Ihre Herzen sehnten sich nach dem Tag, an dem sie sich Eltern nennen konnten, selbst wenn es sich um ein Pferd handelte. Und dann, plötzlich, wurde alles wahr, und das mit doppelter Kraft. Solche Fälle sind nicht nur selten, sondern Ärzte beenden oft Schwangerschaften in diesen Situationen bei Pferden, da die Fohlen die Gesundheit der Mutter gefährden können. Sie müssen drastische Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit der Mutter zu schützen. Glücklicherweise verlief diesmal alles gut. Die Gefahr besteht darin, dass eines der Embryonen im Mutterleib das andere auffressen kann. Manchmal sind beide Babys totgeboren. Und bevor Emma es wusste, hatte sie zwei wunderschöne Babys. Aber Will und Grace wurden geboren und sind jetzt eine Freude für alle um sie herum. Sarah und Michael, überwältigt von Freude, stellten ihre Fotos ins Internet. Nur wenige Tage später wurde der Rekord von Hunderten von Nutzern aufgegriffen und nun haben uns die Neuigkeiten erreicht. Bald werden die Pferde erwachsen werden, aber im Moment lernen diese Babys noch die Welt kennen. Sarah und Michael beschlossen, einen Tag im Leben der neugeborenen Hengste zu Video aufzeichnen. Sie wollten ihr Wunder mit der Welt teilen, einer Welt, die manchmal schien, das Zauberhafte des Lebens zu vergessen. Das Video beginnt mit einem Sonnenaufgang über der Farm, ein sanftes goldenes Licht, das die Felder in warmes Glühen taucht. Emma, die stolze Mutter, steht neben ihren beiden Fohlen, ihre Augen voller sanfter, mütterlicher Liebe. Die Kamera schwenkt zu Will und Grace, zwei winzigen Energiebündeln. Sie stolpern und purzeln, ihre Beine ein wenig wackelig, während sie lernen zu stehen. Sie kuscheln sich an ihre Mutter, ihre winzigen Schnauben hallen durch die Morgenluft. Sie machen ihre ersten vorsichtigen Schritte, wobei ihre Hufe kaum den Boden berühren. Im Laufe des Tages fängt das Video die Freude ihres ersten Grasens ein, ihre tollpatschigen Versuche zu laufen und die zärtlichen Momente, in denen sie sich zum Schlafen zusammenkuscheln, ihre winzigen Körper eng aneinander geschmiegt. Und am Abend, den Himmel in Orangetönen und Lila malend, fokussiert die Kamera auf Sarah und Michael, ihre Gesichter voller Liebe und Dankbarkeit. Sie stehen neben ihrer Pferdefamilie, ihre Herzen überfließend vor Freude über dieses Wunder. Und können wir sagen, dass es keine Wunder auf der Welt gibt? Schließlich ist dies die wahre Magie. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.